Hust, hust. Trink, trink. Okay, Solarpaneele. So, wir brauchen Redstone und das. So, das ist das Redstone und Copper-Cable. Und das Copper-Cable, da bräuchten wir ja Dings-Gummibombs für, ne? Gummibombs, richtig, die Dinger. So, gucken wir nochmal. Genau, Rubber Bar. Einfach eine Schmelze. Ganz einfach. Und so viel haben wir da auch gar nicht mal mehr von. Also theoretisch brauche ich nur 6 Einschmelzen hier drinne. Der ganze Rest bringt mir nichts. Das heißt, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir Gummibäume einpflanzen. Aufgabe erkannt und wir stellen hier, uns hier. So, Rubberwood Sapling. Zack, zack. 3 Stück erstmal. Das Biwax kann hier mal rein. Ja, so. So, erstmal was essen. Kupfer, das heißt, einen schmelzen wir, glaube ich, auch gleich mal ein. Das heißt, dann erstmal Eisen. Wir müssen wahrscheinlich in dieser Aufnahme dann doch dringend wieder runtergehen und ein bisschen Großtrip-Mine machen. Wir nehmen einfach unseren dicken Hammer und hauen uns auf Diamantenebene mal querfeld ein. Sollte ausreichen. Sollte. Bonus-Milos habe ich davon noch. Habe ich hoffentlich noch. Dann kann ich die Rubberwoods nämlich direkt wachsen lassen. Hoffe ich zumindest, dass die wachsen direkt. Und wie groß werden sie denn jetzt noch einmal? Map. So, zeig mir mal, wie groß du wirst. Na, das geht ja noch, Ach, Menno, doch nicht die Kleine. Yes! Zack und zack und zack. So, dann haben wir wenigstens ein bisschen was wieder an Gummi. Wir müssen auch noch Kabel dann machen. Ich glaube nicht, dass ich schon Diamond-Cable kann ich mir knicken. Da werde ich wahrscheinlich wirklich auch Copper-Cable jetzt erstmal dann setzen müssen. So, hier kommen 12 Stück erstmal. Ach, Quark, ne? 3, 6, ja doch, 12 passt. So, hier wieder rein. Hey, das wird wieder eine Rennerei. Rubberbar, das da wollte ich da oben reinpacken. Meine Holzkiste. Rubberwood, so, 1, 2, 3, 7, 8. Wie gesagt, kommen wir auch gleich wieder. Seed Oil haben wir ja da hinten noch ein bisschen was. Sonst müssten wir eigentlich fast alles in der Tasche jetzt haben, was wir dringendst brauchen. Copper Cable, Copper haben wir ja. So, schauen wir nochmal, was brauchen wir noch? Also, Generator, genau, was brauchen wir alles für diese dusselige Re-Batterie? Batterie, so damals, Copper-Cable, Redstone und Tin. So, Redstone, Copper-Cable, Tin, Redstone, Copper-Cable, Tin, Redstone. Haben wir noch Redstone irgendwo drin? Nö, einmal drüben, glaube ich, noch ein bisschen. Nehmen wir aber trotz allem mal hiervon mit. Redstone. Tin. Die Copper-Kabel nehmen wir auch gleich mal mit drüber. Tin. Ja, so viel Rintintin haben wir gar nicht. So, die 6 Stück Tin. Redstone, Copper Cable, Tin. Müsste passen, ne? Copper Cable, Redstone, Tin. Keine Ahnung. Irgendwas fehlt noch. Ja, eh. Vergesse mal, dass es einfach ist, einfach Battery einzugeben. Mann! 2 Redstone und dann passt's. So, zack, können wir die schon mal machen. Und wir brauchen Iron. Richtig, falsche Kiste. Lalalala. 9 Stück. 18 Stück. Schmelz, ich komm. Hallo, meine liebe kleine Schmelze. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Zack, rein damit. Das sollte dann erstmal gut was bringen.
Inzwischen müsste das da vorne auch durch sein wieder, das Gummi. Dann können wir mal gucken, ob wir noch Saplings kriegen erstmal. Ja, denn das ist doch etwas sehr Nützliches. So, naja, immerhin ein paar Saplings haben wir ja abgaunern können. Wie viel sind es? 5 Stück. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt wenig. Deswegen hier gleich... 6 Stück. Pflanzen wir doch gleich wieder an. Du bist ein bisschen nah dran. Ja, so wird schon irgendwie gehen. Können die wieder wachsen. So, ihr seid durch. Ihr seid durch. Schnell den Zeppling in die Kiste zurück. Welche Kiste? Richtige Kiste. Ein bisschen anders hingesetzt. So, das heißt Kopper. Da brauchen wir Kopper. Ja, komm, nehmen wir erstmal komplett Ingot hier. Können wir auch bald mal wieder schmelzen. Oh, puh, haben wir schon einen hohen Verbrauch. So, rums die Maus. Nein, wir haben eine Universal-Kopper-Kabel gemacht, aus Versehen. Nein! Naja, ich hoffe mal, dass ich die nachträglich noch isolieren kann. Ansonsten schmeißen wir sie wieder in die Schmelze. So, wir haben unsere AI-Battery. Iron brauchen wir, richtig! Was macht denn das Iron Maiden hier? Oh, das sieht schon gut aus. Stimmt! Ich hatte ja ein zweites gemacht. Jetzt weiß ich wenigstens, wo es geblieben ist. Stimmt, weil vorhin, ich muss zugeben, wo ich ohne euch gespielt habe, war auf einmal mein Schwert verschwunden. Ich habe es gesucht wie ein Wilder, ja, dementsprechend Neues gemacht. Da ist es ja. Okay. Unbreaking Sharpness war, wie gesagt, da hatte ich noch ein bisschen weniger drauf. Aber war trotzdem irritiert, dass es verschwunden war. Bin ich dann wahrscheinlich hier reingerannt, um irgendwas zu machen und hab's da auch so... Ist ja egal. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen Fehler gemacht. Nein! Ich habe Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Nein! Dann holen wir nochmal ein paar Iron-Dinger. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen eh eine Menge Eisen auf Dauer. Dementsprechend können wir es uns doch auch erlauben, das einzuschmelzen hier. So, hier, rein mit dir und viel Spaß. Aua. Wenn ein Schwert verloren geht und man sich fragt, wo es ist, ja, schon macht man sich Neues und dann findet man es doch irgendwann wieder. Mann! So. Iron Furnace. Danke. So, wie war das jetzt? Iron Furnace. Nee, Copper Cable müsste... Was ist Copper Cable Mitte? Ja, da stimmt doch noch was nicht so hundertprozentig. Solar. Generator. Ach ja, da gehört das Refined Iron rein. Wups. Yay! Solarpanel. 3x Glas muss dann noch rein. Und wir brauchen ja auch noch die Electric Circuits. Könnten wir jetzt theoretisch ja auch schon mal bauen, solange wir hier rumkaspern. So. Lalala, la, tra, tra, la. Tralala, la, 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 la. So und so und so. So. Zack, zack, zack. Haben wir schon mal ein paar. Ein paar wenige. Werden wir ja auch brauchen, nur. Na Gott, das Copperkill werden wir wahrscheinlich auch noch gebrauchen. Solarpanelus. So, Glas haben wir. Das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch den Coal Dust. Gut. Dann können wir ja mal rüber entschwinden. Und wenn sie erstmal jetzt gucken, es sollte es ja geschmolzen sein. La 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 la. Euch drei müssen wir noch voll kriegen. So, wie viel ist jetzt noch drin? Damit die nicht nochmal Unsinn baue. 18, 2 Stück kriegen wir noch. Zack, zack, zack. Klang, klang. Ah,
Lalalala. War ja vorhin noch beim Forschungsvideo, dass der eine schon rumgejammert hat, dass er hier mit der Schmelze überhaupt nicht klarkommt, weil er keine Förmchen gegossen bekommt. Ja, die Probleme hatte ich am Anfang auch, bis ich das mit der Legierung gerafft habe. Mal gespannt, ob man ihnen dann später mal helfen kann oder ob er es vielleicht bis dann sogar alleine noch herausgefunden hat, ne? Bin ja aber nicht so, wenn, sage ich es ihm ja auch. Nur vorhin, ich hatte ja nur einen Tipp gegeben mit passender Legierung dafür. Ich hoffe, dass dies was gebracht hat. Du hast eine Mütze auf, weißt du das? Oh, da sind zwei, es sind zwei! Yay, stirbt! Yeah! Conan der Barbar! Und wenn ich mich so ein bisschen rüber ärgere, man merkt doch, dass die guten Jungs etwas jünger sind. Die haben noch den Schalk im Nacken. Sich da hinzustellen und ey, mich versuchen mit Knochen zu tamen, das war schon etwas gewöhnungsbedürftig. Ich habe mir gedacht, ja, genau. Ah, packe doch vor, ist cool. Knockback, ist auch nicht schlecht. Glowflower, so, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Und wir wollten Solarpaneele bauen, ne? Also Solarpaneele, so, nee, Quatsch. So, glaube ich, ne? So, glaube ich. Und jetzt fehlt noch der Coal Dust. Richtig. Richtig. Und dafür brauchen wir den Pulverizer. Habe ich sowas schon hier unten gebaut? Nein. Ja. Pulverizen. Oh, Generator schon wieder leer genuckelt. Der ist noch nicht ganz leer. Oh Gottchen. Komm hier, mehr gibt's jetzt nicht mehr. Mehr gibt's jetzt nicht mehr. Danach müssen wir sehen, was wir dann dir alles verbrutzeln. So, Coal Dust haben wir dann auf jeden Fall auch erstmal mehr als genug. Jetzt mal was zu trinken aufmachen. Schön ins Mikro rein. Ah, Wasserflasche eigentlich. Vergessen wir mir was. Beziehungsweise im Glas ist nichts mehr drin. So. Ja, hier könnten wir natürlich auch weiter ausbauen. Würde uns bestimmt auch ein paar Ressourcen bringen. Ah, du bist fröhlich dabei. So. Coal Dust. Zack, zack und zack. Hallo? Solarpanel. Electric Circuit. Generator, Glas, Coal Dust. Ach, Mensch. So ist richtig. So, Solarpanel. Wir haben ein Solarpanel. Hey. Ich glaube, das ist schon. Es ist ja ein Low Voltage. Das heißt, da wird noch nichts passieren, wenn ich das hinhaue. Höchstens haut uns hier draußen irgendwas. Ja, willst du mich hauen? Komm her! Ich hau zurück! Hast du jetzt davon? Wow! Ey! Ach, du bist das! Na, warte du. Ihr habt zwei Schwerter in der Hand. Ich mach dich kalt. Ich mach dich platt. So, jetzt erstmal hier. Melodrone, Melodrone. Wir haben ein paar Drohnen. Jachs. Come on, Princess. Keine Meadow Princess. Nein! Ich hoffe, da kommt jetzt was Gescheites raus. Ja, eine Common Queen. Naja, kurz. Komm hier, Common Queen mit Meadow. Viel Spaß. Das Ding arbeitet sogar bei Nacht. Sieht so aus. Na gut. Ich hab dich genau gesehen. Ich hab dich genau gesehen. Das sind Reflexe, mein Guter. Hä? Was hat denn da hinten auf... Aha, Funkelmariechen. Ah, Funkelmariechen. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass jetzt keine von denen, die wir brauchen, da rausgekommen ist. Vielleicht siedle ich unsere Bienen, die dort im Moment stehen, auch um. Muss man mal schauen. Wir können jetzt gleich ein drittes Volk einsetzen. Ich habe keine Ahnung, was ich dann für eins nehme. Ich möchte ja dann... Gucken wir jetzt aber mal in die Kiste rein. Was könnten wir da mal reinsetzen? Und ich... Mal schauen, was rauskommt. Nee. Weil wir brauchen ja an sich Honig erstmal. Ganz viel Honig.